Na, das sieht dir mal wieder ähnlich. Während ich die ganze Arbeit mache, lackierst du dir auf der Achterbahn die Fußnägel. Ich würde ja gerne mit Hand anlegen. Leider brauche ich meine Hände im Moment, um mich panisch an diesen Sicherheitsbügel zu klammern. Ich sage ja nicht, dass ich von dir enttäuscht bin. Ich sage lediglich, dass jeder seine Prioritäten selber setzen muss. Du musst loslassen. Ich kann nicht. Doch, das geht. Unter dir ist nur Wasser. Ich kann trotzdem nicht. Schon gut, ich lass mir was einfallen. Drin. Mit etwas Glück. Mist. Das habe ich ausnahmsweise einmal ehrlich erstanden. Mit Geld, das ich ehrlich gefunden habe. Nachdem ich ehrlich in das Kassenhäuschen eingestiegen bin. Diesmal krieg ich den Ring. So ein Scheibenkleister. Komm schon, Ringo. Komm. Doch nicht. Jetzt hab ich dich. War ja klar. Ah, da liegt der Ring ja. Hey, bleib stehen, du Milbenplantage. Das gibt's doch jetzt nicht, diese blöden Wombats. Immer funken sie einem dazwischen. Also dann, Mann gegen Wombat. Ein unsportlicher Kampf. Hey, warte! Au! Bitte nicht! Andererseits, wenn ich diesen Wombat ganz alleine besiege, glaubt mir das ja nachher niemand. Ich sollte mir ein Publikum besorgen. Offenbar sind Fleischmützen gerade der letzte Schrei. Schau mal, dein Hut ist total out. Kein Wunder. Meine Ausgabe von Herz ist über 10 Jahre alt. In langen Wüstennächten hielt sie mich bei Verstand. Aber zu welchem Preis? Hier, nimm. Ich brauche sie nicht mehr. Viel geholfen hat sie dir ja auch nicht. Damals waren offenbar extravagante Hüte hip. Und das Wort hip war auch noch hip. Schau mal, extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Umso besser, dass ich meinen Turban trage. Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Was? Zeig mal. Mützenmodell Ansgar Fleischhut bestätigt. Männer mit Frisurvakanzen wirken potenter. Darum diesen Sommer. Das Schiebedach offen lassen. Na, wenn das so ist. Schau mal, extravagante Hüte sind retro und darum wieder voll aktuell. Oh je, das heißt ja, ich bin voll hinter dem Trend. Wo bekomme ich denn jetzt einen extravaganten Hut her? Was soll das denn sein? Ein Hut vielleicht. Und ein extravaganter dazu. Her damit. Totschick. Und er schmeichelt der Kopfhaut. Tja, da gibt's bei dir ja einiges zu schmeicheln. Ach, sei mal flexibel. Kannst du es nicht ausnahmsweise ohne Kugel probieren? Nein, ohne Kugel. Keine Vorhersage. Schau mal, der mehr Platz für Stirnfalten-Look ist momentan voll angesagt. Ein Glück. Dieses Monstrum hier
macht mir nämlich langsam Kopfschmerzen. Kannst du jetzt eine Vorhersage machen? Wie denn? Ich habe immer noch keine... Oh, verstehe. Ach, warum nicht? Worum geht es? Also, ich brauche ein romantisches Foto von mir und meiner Freundin, um ein Boot auszuleihen. Hast du etwa keines im Portemonnaie? Eben nicht. Dann wirst du eines machen müssen. Da vorne gibt es einen Fotoapparat. Dieser Tipp war gratis. Merkwürdiger Zeitvertreib. Andererseits ist das Wort Zeitvertreib an sich schon mehr, als wäre die... Das habe ich ausnahmsweise... Mit Geld. Mach die nicht. Haha, wer sagt's denn? Wie Weingummi in Nasenloch. Wir weisen darauf hin, dass Weingummis nicht in Nasenlöcher gesteckt werden dürfen. Dedelic Entertainment GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden durch missbräuchliche Verwendung von Zuckerwaren. Er hat die Farbe von Golds Haaren, aber er riecht nach Patchouli und Möbelpolitur. Sieht aus wie Gold. Leider auch nicht viel besser gelaunt als das Original. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fertig ist das Arschgesicht. Perfekt. Ich kenne Golds Gesicht so gut. Ich hätte es mit verbundenen Augen zeichnen können. Sag Cheese Ghoul. Cheese Ghoul? Perfekt. Sag Cheese Ghoul. Cheese Ghoul? Perfekt. Viele Hände schaffen ein schnelles Ende. Deshalb schlafe ich für gewöhnlich mit einer Laubsäge unterm Kopfkissen. Das kriege ich besser hin. Ich sehe super aus. Aber Goal hat gerade eine Fratze geschnitten. Schau mal. Zeig mal. Was? Was ist? Ist das etwa deine Freundin? Ich hoffe, ihr plant keine Kinder. Lies einfach die Zukunft, okay? Schon gut. Ich glaube, ich empfange tatsächlich ein Bild. Aber was ist das? Eine Feedback-Schleife. Schnell, nimm das weg. Nimm das weg, nimm das, 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 nimm das. Hallo? Ist das noch Teil der Vorhersage? Brrr, wie unheimlich. Bitte recht freundlich. Und jetzt nochmal geheimnisvoll. Agentengleich. Ich möchte die Vision spüren. Und jetzt, als hättest du unter dich gemacht. So, ich glaube, ich habe alles, was ich sehen wollte. Es war eine Freude, mit dir zu arbeiten. Die Zukunft ist ein wenig unscharf. Hallo? Was? Oh, entschuldige, bitte. Ich muss kurz eingenickt gewesen sein. War gestern wohl etwas länger, was? Wer hätte gedacht, dass sie so tief in der Provinz so gute Goa-Partys schmeißen?